Dieser kleine ausgesetzte Welpe wäre fast erfroren. Ein Polizist fand in einer frostigen Adventsnacht den süßen kleinen Welpen in einem Industriegebiet in Handewitt. Das liegt in Schleswig-Holstein nah an der dänischen Grenze. Unbekannte hatten ihn ausgesetzt. Der Polizist hörte einen Winseln und fand den kleinen süßen Welpen hinter großen Europaletten. Er befreite ihn und wollte ihn dann ins Tierheim bringen. Das brachte er aber nicht übers Herz, sondern er nahm ihn mit nach Hause. Der kleine süße Welpe wurde auf den Namen Jack getauft. Er war ein belgischer Schäferhund und bei seinem Auffinden ca. 10 Wochen alt. Allerdings entdeckte der Beamte nach einiger Zeit, dass Jack ein ganz besonderer Hund ist. Er war nämlich kein normaler Familienhund, sondern er war sehr neugierig, aufgeweckt, gelehrig und lernte sehr, sehr schnell. So kam es, dass der Polizist Jack eines Tages dem Leiter der Polizeischutzstaffel in Flensburg vorstellte. Und der Leiter war genauso begeistert wie sein Herrchen und deshalb geht Jack jetzt zu einer Hundeschule. Aber eine ganz besondere Hundeschule, nämlich die Polizeischule von Schleswig-Holstein. Und so wie es aussieht, wird Jack eine große Karriere bei der Polizei hinlegen. Denn er wird schon nächstes Jahr Simba, den wichtigsten Polizeihund der Polizeischutzstaffel in Flensburg, ersetzen. Der kleine ausgesetzte Welpe wäre fast erfroren und jetzt macht er Karriere bei der Polizei.